Verehrte Verlegerfamilie Röhm, lieber Herr Zürn, lieber Herr H, lieber Christian Lindner, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aus Brüssel sende ich beste Grüße und Glückwünsche in das Verlagshaus Röhm nach Sindelfingen und nach Böblingen. Eine stolze Geschichte liegt hinter Ihnen und Sie haben in Ihrer Region, im Landkreis, Enorm viel an Kompetenz und Vertrauen aufgebaut. Wenn man wie ich aus dem Altkreis Leonberg stammt, Nachbar ist aus Ditzingen, dann kennt man die Entwicklung in Sindelfingen und in Böblingen recht gut. Die beiden Städte haben einen großen Wandel der Wirtschaft und Arbeitswelt hinter sich gebracht, sind gewachsen, sind die industriestärkste Region in ganz Baden-Württemberg. Das heißt aber auch, ein starker Wechsel von Arbeitnehmern, von Ingenieuren und deswegen für die Zeitung eine große Herausforderung. Sie haben sie bisher gemeistert. Ich wünsche der Sindelfinger und Böblinger Zeitung im Landkreis Böblingen in der Region Stuttgart als Verlagshaus, als Druckerei für die tägliche Information der Bürgerinnen und Bürger weiter Sachkompetenz, Seriosität wie bisher, also viel Erfolg. Wir leben in einer digitalen Revolution. Hinter uns liegt der ICT-Sektor, Hardware, Software, äh, Telekommunikation. Damit haben Sie in Ihrem Landkreis mit Julie Packard, mit IBM und anderen viel nachbarschaftliche Erfahrung. Aber jetzt kommt die digitale Revolution aus dem ICT-Sektor in die Realwirtschaft. Und der Mediensektor ist der erste, der erfasst wurde. Der... Fahrzeugbau und Automotive wird der nächste Sektor sein, weswegen Mercedes-Benz in ihrem Landkreis davon stark berührt ist und forschen muss. Connected Cars, Autonomous Driving heißen die Stichworte dafür. Zurück zur Medienlandschaft. Ich bin sicher, auch in Zukunft wollen wir gute Recherche, qualifizierte Artikel, seriöse Kommentare. Egal ob es um den Marktplatz in Sindelfingen oder Böblingen, um den Landkreis, die Region, das Land oder aus Berlin und Brüssel geht. Und die Revolution der äh, digitalen Welt, das heißt, dass ihre klassischen Einnahmequellen, die Anzeige, die Stellenanzeige, der Gebrauchtwagen, der angezeigt wird, die Wohnung, nicht mehr in der Form, auf Dauer und in der Menge stattfindet wie in der Vergangenheit. Sie müssen sich ändern und sie ändern sich. Sie werden auch digital. Und ihre Laserblattbindung heißt, dass man den Laser äh, am Tablet erreicht und von dort online informieren und damit binden muss. Eine große Herausforderung. Wenn man in der Welt vergleicht, nirgendwo sind Lokalzeitungen und regionale Blätter, zum Teil mit Vollredaktion, zum Teil mit Lokalredaktion, so ausgeprägt wie in Deutschland, gerade auch im süddeutschen Raum. Darauf kann Baden-Württemberg stolz sein. Und ich wünsche mir, dass diese Kultur einer vielfältigen, dezentralen, lokalen Information äh, gerade in der Globalisierung erhalten bleibt. Wenn wir immer mehr globale Entwicklungen sehen, die Weltwirtschaft, der weltweite Wettbewerb, Tourismus in die Welt, aber auch Flüchtlinge und Migration aus der Welt zu uns, dann ist umso eher für den Bürger, der global denken muss, die lokale Verankerung gefragt. Die Info vom Heimatfest, die Info aus dem Gemeinderat, die Info über Umleitungen, Verkehrsmaßnahmen, über die Schule, über die Jugendarbeit und anderes mehr. Und genau dafür sind Lokalzeitungen da. Der Redaktion, aber auch allen Beschäftigten, in der Verwaltung und Druckerei der Verlagsfamilie wünsche ich einen fröhlichen Festabend und in den nächsten Jahrzehnten weiter viel Erfolg. Gerne halten wir Kontakt. Beste Grüße aus Brüssel, Ihr Günter Oettinger.